Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Breath of the Wild. So, dann lasst mich doch mal... Nee, die nicht. Dann lasst mich doch mal infiltrieren. Aber dafür können wir auch Wolfie mitnehmen. Wieso kann ich das hier nicht verwenden? Warum nicht? Soll der Scheiß... Leck mich! Naja, vielleicht gar nicht so schlimm. Weil, hinterher macht er wieder irgendwas, wo ich ihn nicht kontrollieren kann. Achso, ich habe in der letzten Folge wohl auf den Punkt genau... sexy... auf den Punkt genau mal eben das Versteck offengelegt und die anderen Dinger sind wohl alle nur Kammern. Kaputt. Ist das eine geheime Tür? Alright. Dann nehmen wir jetzt wohl doch eine Fackel. Weil jetzt auch wieder mal Waffenmissbrauch, das Holzschwert die ganze Zeit in die Fackel zu halten. Aber willst du machen? Die Dinger werden auch... Meine Güte, die haben ein HP oder was? Der Fackel zerlegt. Stirb doch schon, du Laken. Erstmal eine gute Steinkiste. Und ein Steinchen. Fackel zerbricht gleich. Nehme ich lieber eine neue. Und eine schicke Waffe. Hatte ich nicht irgendwo eine mit? Hatte ich nicht irgendwo eine Waffe kassiert? Gnadenstoß. Probieren wir mal aus, wie sich das auswirkt. Okay. Versteck der Jäger. Und als allererstes finde ich da eine Zelle. Und da unten sind Jäger. Hi. Was machst du hier? Baretta. Das hier ist das Versteck der Banditen, die den Donnerhelm geraubt haben. Wenn sie dich entdecken, rufen sie Verstärkung. Dann ist alles aus. Wir bräuchten irgendwas, um sie abzulenken. Wenn sie nicht gerade Bananen essen, entgeht ihnen auf ihrer Patrouille nichts. Hier ist es auf jeden Fall zu gefährlich für dich. Ich lasse mir schon irgendwas einfallen. Lauf einfach weg, ja? Ist nicht euer Ernst, oder? Ich meine, ja, die droppen einfach dauerhaft Bananen, aber ihr könnt mir jetzt nicht... Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Danke, Mifa. Ihr könnt mir jetzt nicht erzählen, dass ich die mit Bananen zuschmeißen soll. Das könnt ihr mir jetzt echt nicht sagen. Nein. Nein. Aber es ist mal wieder eine klassische Schleichpassage. Ziemlich cool.
Ich hoffe nur, die reagieren nicht auf Sound. Sonst wäre ich mit der Rüstung echt ein bisschen scheiße dran. Aber... kann ich hier nicht in die Hand nehmen? Doch. Nein! Nein! Du frisst echt Bananen. Und du reagierst auf Sound. Aber ich kann die echt mit Bananen. Das ist ja unglaublich. Da ist eine Kiste. Glaub es nicht. Komm, iss die Banane. Ach, da oben ist Banane. Okay. Banana! Geh, iss die Banane! Alter! Neben dir liegt Banane! Geh, iss Banane! Blöder Penner! Iss die scheiß Banane, Mann! Joink. Und du gehst zurück. Du bist ein braver Digger. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt verschissen. Es sei denn... hätte denn denken können? Hätte denn denken können? Wo ist der Dicke? Dass der Junge aufsteht, wenn er die scheiß Bananen in der Pfote. Ey. Ladenstoß, komm schon. Hm. Natürlich nicht. Ey,
Meine Wiederbelebung? Hallö? Warum funktioniert die da nicht? Darn. So. Ja. 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 Definitiv zu wenig offensiv. 25, 36. Ja, Trio-Bumerang, komm, scheiß drauf. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Danke für nichts vorhin. Aber so ein Schwert, wie die dicken Jungs da haben, hätte ich Bock drauf. Das sah cool aus. Aber gut, wir wissen, nicht töten lassen. Behindert, Alter. Nur Bananen am Fressen. Pff. Unglaublich. Hauptsache, diese scheiß Jiga haben einfach nur das Shika-Symbol umgedreht. Spaß dies. Nun. Da hockt er wieder. Aufstehe. Ja. Mies mit der Banane. Jetzt kann ich die auch nicht mehr abschießen. Idiot. Habe ich noch Superschleich? Ich habe noch Superschleich. Das geht nie im Leben gut. Das ist nicht dein Ernst. Fuck. Ich hätte den echt überfallen können? Das wäre echt gut gegangen! Booyah! One-Hit-Wonder. Okay. Die sind ähnlich wie die Gerudo-Kriegerinnen in Ocarina of Time. Die hatten auch einen Special Attack, mit dem die dich direkt überwältigen konnten, auch wenn du 20 Herzen hattest. Elektrolanze, Meteorstab, so wie Nixal, Trio wieder. Also, ich find's cool. Ich find's cool.
das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Du nützt mir hier irgendwie gar nichts, Mifa. Tut mir ja wirklich leid. Aber zumindest stecken die mich nicht in Knast, aus dem ich dann einfach mit dem Enterhaken wieder ausbrechen kann, wie in OOT. Aber ich will auch diesen Saphir haben. Zu langsam. Jetzt krall ich dich. Jetzt krall ich dich. Du Spasti. Jetzt werde ich nicht zögern, dich einfach zu überfallen! Dude. Es ist alles eine Spur krasser. Also, die Gerudo Fortress damals war ja, also ich vergleiche, ne, ich, schon klar, Gerudo, Giga, ganz verschiedene Sachen. Aber, es ist immerhin ein Schleichelement. Banana. Mocha Banana. Meine Gier wird doch gleich gerecht, oder? Es kann nicht ungesühnt bleiben. Ich brauche die Scheiße jetzt gleich echt. Also die Jungs mit Banana anlocken und schön von hinten Assassination betreiben, ist ja schon eine ganz coole Sache. Vor allem, weil die Typen ja auch einfach wirklich down sind dann. So, nö, nicht unmächtig machen, so, egal wie viele Pfeile ich denen in den Kopf schieße. Nein, die sind dann wirklich down. Die sieht man auch anhand der Fackeln. Das ist ebenfalls ziemlich nice. Ich kann auch... Kann ich da über die Steine klettern? Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Der Kollege steht da direkt. Oh, hi. Shit. Hello again? Die Steinchen, da will ich auch. Joink.
Boink. So, komm. Ich hab ja jetzt ein paar davon. Vor allem kriege ich auch immer wieder eine. Das ist ziemlich nice. Wir haben 20 Minuten voll. Leute, ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Kommt schon, das ist gerade spannend. Morgen geht's weiter, okay? Blinker.